Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, und wir werden gerade schon vom Äffchen überfallen hier. Das brauchen wir übrigens auch noch. Da laufe ich doch mal direkt hinterher. Mal gucken, wo der kleine Racker hinläuft. Jetzt sehe ich ihn, ne? Ach, da. So, ich hoffe, ich habe noch ein 5-Sterne-Menü drin. Dass der nicht abhaut hier. Ja, da habe ich noch was. Ich habe zwar keinen Bananensplit. Aber ich habe ein 5-Sterne-Menü. Ich hoffe, das reicht auch. Ja. Aber ich habe es noch nicht oft genug gemacht. Schade. Ja, in dieser Folge wollten wir aber eigentlich Oswald sehen und finden. Und wo ist denn der kleine freche Hase schon wieder? Wo ist denn unser Schummler? Ah, hier. Und da. Zack. Weil in der letzten Folge hat er sich ja durchgeschummelt und war schneller da als wir. Da ist er. Und wie es steht jetzt heute noch die Was letzte für Quest von ein ihm an. Glücksfall! Oh, Gameplayerin, wir sind endlich bereit. Bereit für was? Die Ja. Eisenbahn. Du kennst sie, oder? Klar, es ist eine Form des Transports. Form von... Du machst Witze. Eisenbahnen sind viel mehr als das. Eisenbahnen bedeuten Abenteuer, Aufregung. Ich bin verrückt nach ihnen, seit ich meine erste gesehen habe. Und jetzt ist die Insel der Ewigkeit endlich bereit für ihre eigene Eisenbahn. Das ist großartig. Wie bekommen wir eine? Tja, Eisenbahnen sind sehr empfindlich. Sie reagieren nur auf Leute, die die richtige Uniform tragen. Nein, ich habe so schicke Sachen an. Die Eisenbahn ist lebendig? Darauf kannst du wetten. Wir brauchen eine Schaffnermütze. Ich hatte mal eine, aber ich habe sie vor langer Zeit irgendwo im Land der Uralten in der Nähe der Docks verloren. Meinst du, du könntest deine schicke Sanduhr benutzen, um sie zu finden? Klar. Wir sehen uns später. Okay, in der Nähe der Docks, was auch immer das heißen mag. Oh, jetzt sagt mir aber bitte nicht, oh nein, ne? Sag Hallöchen. mir bitte nicht, Oswald, du kommst mal eben mit hier. Aha. Sag mir jetzt bitte nicht, dass die Quest jetzt wieder verbuggt ist, weil ich habe nämlich nicht direkt an den Docks, aber hier oben habe ich eben noch drei Wirbel weggemacht. Und sag mir jetzt bitte nicht, dass das in einem dieser drei Wirbel war. Weil dieser Wirbel, der hier unten ist, wo ja dieser Übertopf eigentlich drin sein sollte, der ist bis heute nicht gekommen. Das ist Wahnsinn. Also einmal war er ja da und als ich ihn dann brauchte, danach ist er nicht mehr gekommen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, meint er, dass ich die Wirbel hier kaputt machen soll oder meint er, dass ich danach suchen soll? Findet ja mit der herrschaftlichen Sanduhr die Schaffnermütze. Das kann halt alles bedeuten, ne? Wir gucken mal. Das sieht mir nicht nach einer Schaffnermütze aus. Aber nehmen wir natürlich trotzdem gerne mit. Was ist hier? Ich sehe nichts. Hallo? Ja, lauf weiter. Ist es auf den Docks drauf? Also hier auf den. Ja, super. Muss man erstmal hinkommen hier. Ich war auch schon überlegen, ob ich die Sachen hier vorne nicht einfach mal alle wegtun soll. Weil die stören mich hier irgendwie unheimlich. Immer wenn ich irgendwas am Suchen bin. Andererseits, dann ist die Atmosphäre natürlich nicht mehr so da. Das ist dann auch wieder blöd. Es kann natürlich, ach nee, es kann nicht sein, dass man die angeln muss, weil wir brauchen ja die Sanduhr, um die zu finden. Und es soll an den Docks sein, hat er ja gesagt. Ah, ich hab sie. Okay, also wir müssen wirklich suchen, richtig? Also nicht die Wirbel, wegmachen. Das ist schon mal gut. Da kann man nämlich nichts falsch machen, denke ich mal. Hey Oswald, ich habe diesen Hut gefunden. Ist es der, von dem du gesprochen hast? Meine Güte, das ist der wirklich. Das bringt mich zurück. Hier, setz ihn auf. Du wirst richtig schick aussehen.
Aber ich sehe doch schon so schick aus und ich ziehe so ungerne Sachen an, die aus dem Hintern oder aus der Unterhose von einer anderen Person gezogen werden. Okidoki, jetzt können wir zum wichtigen Teil kommen, dem Bau der Eisenbahn und ihres Zuhauses. Ich dachte, ich soll die Mütze aufsetzen. Ihr Zuhause? Ja, die Eisenbahn braucht einen Platz zum Wohnen. Oh, natürlich, ich Dummerchen. Zuerst brauchen wir ein paar Eisenbahnschienen. Du kannst sie mit Tropenholz, Kunststoffresten und Kupfer herstellen. Oh, endlich, Kupfer. Kupfer habe ich genug. Für die Eisenbahn brauchst du uralt... Nein. uralte Keilriemen, Kunststoffreste, Zink und Knochen. Ich glaube, Knochen sind das kleinste Problem bei der Sache. Außerdem musst du dir einen guten Platz für das Zuhause der Eisenbahn aussuchen und es mit den Eisenbahnschienen dekorieren. Ja! Soll ich jetzt ein Haus bauen, oder wie? Jetzt, ich bin leicht verwirrt jetzt gerade. Wenn das erledigt ist, komm zu mir. Denn dann sind wir fast bereit, die Eisenbahn auf der Insel der Ewigkeit willkommen zu heißen. Ich fühle mich wie eine Kombination aus einem Stadtplaner und einem verrückten Wissenschaftler. Ja, irgendwie schon. Klingt nach einem Plan. Bis bald. Ja. Ausprobieren? Ich will die aber nicht ausprobieren. So, jetzt habe ich sie an. Was ist denn, wenn ich die jetzt wieder ausziehe? Das wird mich jetzt mal... Moment, das wird mich jetzt mal interessieren. Wahrscheinlich kann ich dann die Aufgabe nicht machen, ne? Oh, ich hoffe, ich mache damit die Aufgabe jetzt nicht kaputt. Moment, Moment, Moment. Wo ist denn jetzt mein schicke... Da, mein schicker Hut. Ja, ja, ja. Da muss ich die mit... Ah, das ist so ätzend, dass man immer gezwungen wird, sowas anderes anzuziehen, obwohl man sich so schick gemacht hat extra für diese Aufgabe. Oh Mann. Ihr wollt mich doch veräppeln. 120 Kunststoffreste. LMAA. Wie wär's mit deinem kleinen Plausch? 80 Tropenholz. Ey, mehr geht nicht, oder? Moment, ich muss mal eben schauen, wo ich jetzt überhaupt das Zeug her... Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das herkriege. Mein Disney anscheinend auch nicht. Moment. nee, Insel der Ewigkeit muss ich aber... Moment, das ist... Ja, was ist das denn? Werkbank ja eigentlich, aber das zählt da nicht runter, ne? Warum habe ich hier eigentlich so viele Wege? Ja doch, die habe ich glaube ich alle schon. Oh, das sieht cool aus, die Bambusbank. Wobei ich da jetzt nicht rein wollte, Möbelsets. Warum steht das nicht unter Sammeln? Das... Ach so, Moment. Zeitveränderung ist das, oder? Nee. Ich bin doof. Ich weiß gerade nicht mehr, wo ich den Plastikschrott herbekommen habe. Oh mein Gott. Zutaten ist es ja und das muss doch unter Sammeln sein. Ja, ich habe es gefunden und zwar da, wo ich überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht habe. Nämlich beim Angeln. Man kann Plastikschrott angeln. Okay, also wir können es bei den Docks, beim Innenhof, wie auch immer ich im Innenhof angeln möchte, beim Aussichtspunkt und in den Ruinen finden. Konnte man das dann nicht auch ausgraben oder so? Weil Innenhof, Aussichtspunkt, Ruinen. Aussichtspunkt und Ruinen. Da kann man ja... Naja, gut, okay, doch da kann man schon noch angeln. Aber in den Ruinen kann man ja nicht mehr angeln. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen verwirrt. Aber gut, ich nehme jetzt erstmal die Angelvariante. Nee, man kann hier auch nicht angeln, fällt mir gerade so ein. Ich nehme jetzt erstmal die Angelvariante. Ich weiß jetzt nicht, was schneller ist. Ich meine, man konnte es auch irgendwie ausgraben oder über Steine kriegen oder ähnliches. Ich werde mich mal, ja, daran machen, die 80 fehlenden Kunststoffreste noch zu kriegen und schalt euch dann gleich wieder hinzu. Ja, und wir haben es endlich geschafft. Mehr als eine halbe Stunde, also real eine halbe Stunde später und diverse 10-Sterne-Menüs
ja, später, weil ich immer wieder aufladen musste. Können wir jetzt endlich weitermachen? Stelle Folgendes her, Eisenbahnschienen, 10 Stück. Ich habe übrigens auch mittlerweile zwischendurch, ich glaube, die haben so ein Zeichen hier drauf, die sehen aus wie diese großen Steinhaufen mit dem Moos dran. Die kann man mit der, mit der Schaufel kann man die wegmachen. Und da war nämlich auch nochmal Plastikschrott dran. Das hatte ich nämlich total vergessen, aber ich wusste, dass man das auch irgendwie anders kriegen konnte. Neugeborene Eisenbahn. Den muss ich aber auch machen, oder? Eisenbahn. Eisenbahn und 10 Eisenbahnschienen. Ich wollte schon sagen. Okay, jetzt ist sie natürlich nach unten. Einmal. Das ist aber wahrscheinlich unter Möbel, ne? Da war das DJ-Pult. Ach nee, Zäune und Wege. Ah, ich bin auch so blöd. Ja, aber welche von denen soll ich jetzt machen? Ich soll 10 Stück machen. Ist das egal, welche? Linkskurvige Eisenbahnschienen, rechtskurvige Eisenbahnschienen. Ist das egal? Steht nur Eisenbahnschienen. Ich will jetzt hier nichts falsch machen, weil ich ehrlich gesagt keine Lust habe, nochmal diese mega langweilige, eintönige Arbeit zu machen. Ich würde sagen, wir machen 2 davon, damit die dann im Kreis fahren kann halt, ne? 2 davon. Wo sind die restlichen jetzt? 2 davon. Das sind dann 4. Boah, bin ich nicht gut in Mathe. Und dann die letzten, die letzten 6 nehmen wir dann als gerade. So. Dann fährt die nicht ganz im Kreis, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Dekoriere das Teil mit Eisenbahnschienen. Wo haben wir denn hier noch Platz, wo wir noch irgendwas hinstellen können? Ja, Steppe so ein bisschen, ne? Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie groß diese komischen Schienen sind. Oh. Wir hätten Platz, wenn hier ein bisschen frei wäre, sagen wir es mal so. Das heißt, wir machen jetzt hier erstmal eben die ganzen Dinger hier weg. Oh, ich habe dafür doch jetzt keine Zeit, Leute. Es ist ja ganz toll, dass man zwischendurch dann immer mal wieder diese Truhen bekommt, aber doch nicht jetzt. Hier war auch gerade schon wieder sowas. Also hinten, wo ich mein großes Kürbisfeld habe, da ist eine Stelle, das ist wirklich richtig, richtig ätzend. Wenn man da am Abfarmen ist, dann läuft man immer wieder, also dann laufe ich so und dann laufe ich immer wieder gegen diese Stelle. Ich komme nicht vor und nicht zurück in dem Moment, das ist total ätzend. So wie jetzt hier, genau. Und dann komme ich auch nicht weiter, wenn ich abernten will. Da muss ich immer drum herum laufen und das hakt dann und ach, das ist richtig schrecklich. Aber ich musste ja unbedingt an der Stelle natürlich mein Dings machen. Mein riesiges Feld. Naja. Okay, dann machen wir jetzt hier mal die Eisenbahnschienen. Die hätte ich auch drehen können, ich Idiot, ne? Ich bin auch so blöd. Nee, warte mal, erstmal. Ich weiß ja nicht, wie weit das hier ist. Ach, die sind nur so klein. Oh. Ja, Moment. Oh Gott. Ich dachte, das wird jetzt so eine riesen Eisenbahnstrecke. Moment, das brauche ich jetzt einmal. Nee, nee, nee. Ah. Einmal noch hierfür. Dann das einmal darum. Das einmal darum und das dahin. So. Zack. Füge 3 Dekorationen hinzu. Sehr schön. Bringe die neugeborene Eisenbahn zu Oswald. Achso, der will die jetzt bestimmt da draufstellen, ne? Ist schon eine seltsame Aufgabe. Wäre noch irgendwie ganz lustig. Los geht's. Eine neue Eisenbahn. Aha. Oh, ist sie nicht niedlich? Wer ist eine brave kleine Eisenbahn? Bist du das? Ja, das bist du.
Sie ist wirklich süß, da stimme ich zu. Ja! Gute Arbeit beim Herstellen, meine Liebe. Aha. Weißt du, was sie braucht, um wirklich zu glänzen? Eine Aha. Schleife. Geh und stell die Eisenbahn in ihr Zuhause. Dann können wir einige Dorfbewohner dazu bringen, sie zu grüßen. Klar. Nein, hol die doch nicht immer aus deiner Hose raus. Oh, es ist ja sehr gut zusammengearbeitet hier. Das ist ja mega gut. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber gut. Stelle Oswalds Eisenbahn dorthin, wo sie von allen begrüßt werden kann. Er muss hier auf den Schienen stehen, denke ich doch mal, oder? Machen wir mal hier. So. Er hat doch schon eine Schleife dran. Oh nein. Und jetzt muss ich genau von der Seite das Bild machen. Naja, ich kann auch ein bisschen so. Falsche Taste. Lächeln nochmal. Ja, so wie gerade. Komm, lächeln. Guck nochmal dumm. Wenn ich sage, guck dumm, dann fängt sie an zu lächeln. Okay, nehmen wir das. Nehmen wir das auch nochmal. Da gucke ich eigentlich ganz gut. Und ein bisschen so. Da gucke ich nicht in die Kamera. Das ist besser. Okay. Rapunzel haben wir jetzt immer noch nicht so richtig drauf. Aber ist mir egal. Ein paar Bilder, ne? Feiere die große Eröffnung. Ja, das haben wir jetzt gemacht. Und die Eisenbahn ist schon wieder weg. Ja, dann scheint keine Lust mehr gehabt. Oh. Springende Eidechsen. Hast du das gesehen? Nein, ich habe mich nur kurz umgedreht. Was ist passiert? Die Eisenbahn ist weg. Ich glaube, das arme Ding hat sich erschreckt und ist in Panik geraten. Oh nein, was sollen wir tun? Wir müssen schnell handeln. Eisenbahnen wissen nicht, in welche Richtung sie fahren müssen. Hast du eine Idee? Wie wäre es, wenn wir Vermisstplakate aufhängen und die Leute zur Hilfe aufrufen? Ja! Gameplayerin, das ist genial. Langsam wird mir klar, warum du hier so eine große Nummer bist. Ich wette, dass Rapunzel bei den Plakaten helfen kann. Grandios! Vielleicht kannst du einen oder zwei Tintenfische für ihre Tinte fangen und etwas Tropenholz sammeln, um ein paar Rahmen herzustellen. Ja, weil ich ja nicht schon genug Tropenholz gerade an den Eisenbahnschienen ausgegeben habe. Toll, damit fange ich an. Rapunzel, wir haben eine Aufgabe für dich. Hey Rapunzel, kann ich dich ganz kurz um etwas bitten? Ah. Ja, natürlich. Ich meine, du störst nie, Gameplayerin. Ich habe mit Oswald rumgehangen und wir haben diese Eisenbahn für die Insel der Ewigkeit gebaut. Nicht, dass sie jetzt nicht gerade auch da gewesen wäre. Eine Eisenbahn? Was ist das? Das Ding, wo du gerade neben gestanden hast. Oh Mann, wo soll ich nur anfangen? Man könnte sagen, dass es eine Art pferdelose Kutsche ist, die sich von alleine bewegt. Sie fährt in einer vorgestellten Schleife durch ein Gebiet und die Leute können ein- und aussteigen, um schneller ans Ziel zu kommen als zu Fuß. Und Oswald hat eine hierher gebracht? Das ist erstaunlich. Oh. Kann ich sie sehen? Ja, du konntest sie gerade sehen, als du daneben gestanden hast. Nun, sie ist verschwunden und wir können sie nicht finden. Hm? Die Eisenbahn ist verschwunden? Das verstehe ich nicht. Das hat mich auch aus der Bahn geworfen. Diese Dinge scheinen in der Nähe von Oswald zu passieren. Ja. Du solltest aber die Eisenbahn sehen. Sie ist sehr niedlich. Ich mache mir Sorgen um die arme, verlorene Eisenbahn-Gameplayerin. Oh. Kann ich irgendetwas tun, um zu helfen? Organisierst du einen Suchtrupp? Es gibt tatsächlich etwas, was du tun kannst. Wir wollten ein paar Vermisstplakate machen und sie auf der Insel der Ewigkeit aufhängen. Ja, natürlich. Auf diese Weise kannst du jeden auf der Insel dazu bringen, zu helfen. Ich habe ein paar leere Leinwände, die du benutzen kannst, wenn du willst. Bist du sicher, dass du sie nicht brauchst? Werde ich nicht. In letzter Zeit habe ich mich mit untypischen Leinwänden beschäftigt. Gestern habe ich ein ovales Bild gemalt und jetzt arbeite ich an einem dodekaedrischen Bild. Oh Gott, kann mir das einer übersetzen? Außerdem ist die Suche nach der verlorenen Eisenbahn viel wichtiger als ein paar Bilder. Bitte sehr, Gameplayerin. Ach, ist das nicht toll, dass sie immer so ein paar Staffeleien und Karten und was weiß ich was dabei hat, so mitten unterm Röckchen. Erstaunlich, ich schulde dir etwas, Rapunzel. Hol die leere Vermisstplakate von Rapunzel. Die steht doch gerade vor mir. Hallo. Oh. Warum trägst du keine Schuhe? Nein, ich will die Vermisstplakate haben.
Leere Plakate. Stelle sicher, dass du die fehlenden Plakatkomponenten in deinem Inventar sind. Oktopus, Tropenholz habe ich. Ich meine, das sind die Plakate, die jetzt mit 5 gerechnet werden. Ne? Das sind die Plakate. Ja, wie viel Tropenholz brauche ich denn jetzt? Das steht da gar nicht drin. Steht nur Tropenholz. Also ein Tropenholz oder was? Ich sag mal, ich hole jetzt mal ein Tropenholz hier raus. So. Oktopus ist natürlich so eine Sache. Och, jetzt haben wir hier natürlich auch noch so viel. Das können wir doch nicht stehen lassen. Es tut mir auch leid, dass das immer wieder passiert, wenn ich hier das Let's Play habe. Aber, ach Hallöchen. Aber es geht leider nicht anders, weil, ja, wie gesagt, zwischen den Folgen bin ich eigentlich nie im Spiel drin, weil ich einfach keine Zeit dafür habe. Schande über mein Haupt, weil ich würde gerne ein bisschen dekorieren und so weiter, aber ich schaff's einfach nicht. Das ist schlimm. Dafür habe ich aber meine letzten Mondsteine jetzt doch noch ausgegeben, um mein Haus einmal zu ändern. Das heißt, ich werde hoffentlich die Tage umziehen können. Wo ist denn das ganze Tropenholz hin? Die haben wir doch jetzt schon, oder? Ja, den haben wir schon, genau. Mir fehlt noch die Schlange und der Affe. Ich werde hoffentlich die Tage dann umziehen können zum Wasserfall da unten, zur Lagune. Ja, einmal Tropenholz reicht. Okay, gut. Und dann werde ich euch das Ganze natürlich auch nochmal zeigen. Also klar, das ist jetzt die letzte Folge, die wir jetzt erstmal machen können, bis dann neue Quests wieder auftauchen. Also bis wieder was geändert wird hier. Kann ich jetzt eigentlich die Mütze mal ausziehen? Ich habe mich so schön schick gemacht und jetzt habe ich die ganze Zeit diese blöde Mütze auf dem Kopf. Oktopusse, genau, Fische. Dann müssen wir jetzt erstmal eben hin. Die haben wir. Ich habe keine Ahnung, wo wir die haben. Ach, da. Ah ja, von denen habe ich, glaube ich, nicht so viel, oder? Oh, von denen habe ich wirklich wenig. Jetzt habe ich noch 3 übrig. Das ist nicht gut. Bringe die Komponenten. So. Für die Vermisstplakate zu Oswald. Ja, das können wir mal kurz hier drin machen. Hier steht jetzt recht wenig im Raum. Das ist so ein Strahlemann, ne? Den kann man gar nicht mehr richtig angucken hier. Bitte sehr, Oswald. Wir haben ein paar schöne leere Leimwände von Rapunzel bekommen. Oh, ist sie nicht ein braves Mädchen? Aha. Lass mich ein bisschen für meinen künstlerischen Gespür Gebrauch machen. Und fertig. Erstklassige Plakate. Ich dachte, da sind jetzt so bewegende Lokomotiven drauf oder so. Wunderbar. Jetzt müssen wir sie nur noch verteilen. Ja, ich denke an 4 Vermisstplakate an verschiedenen Häusern der Dorfbewohner. Und ein letztes an der Wunderhöhle. Das sollte genügen. Keine Sorge, Oswald. Wir werden deine arme, verlorene Eisenbahn schon finden. Ah ja, okay. Ist doch dann eine Vorgabe, wo wir es hinstellen müssen. Schade. Ich dachte jetzt so schön, okay, 4. Ja, machst du sie mal irgendwo hin, ne? Aber, obwohl, naja, gut, viel mehr Häuser haben wir ja hier nicht, ne? Das sind ja die Standardhäuser. So, dann nehmen wir das. Wäre aber auch ganz gut. Ne, wie machen wir das denn? Machen wir das so? Ich glaube, das fällt eher auf. Nee, von Eves Haus. Wir haben ja schon bei der Sache mit den Blumen und Christoph gemerkt, dass in der Nähe alles heißen kann. Von direkt daneben bis über ein bisschen weiter weg. So, ich hoffe, das backt jetzt nicht, wenn ich da rein will. Ist aber schon ein schönes Plakat, doch, muss man sagen. In der Nähe von Gastons Haus und Rapunzels Turm. Weil, wie gesagt, viel mehr haben wir jetzt natürlich nicht. Also viel mehr Dorfbewohner. Außer natürlich Wally, den ich extra noch nach hier gestellt habe. Können wir denn die Schienen behalten? Das sieht fast so aus, ne? Oder die bleiben nur so lange da, bis die Quest durch ist. Das kann natürlich auch sein. Okay, wenn ich jetzt mal ein bisschen schneller laufen würde. Oh. Dann würden wir heute auch noch da ankommen und den Leuten... Oh, falsche Taste. Den Leuten das vor die Nase knallen können. Hier, vermisste...
Ich muss was sehen. So, ich glaube, so kann man es besser sehen. Vermisste Eisenbahn. Wer hat sie gesehen? Wer kann sie zurückbringen? Ich dachte gerade, die hat sich dahinter versteckt. Das machen wir mal hier hin. Ich weiß ja nicht, ob die stehen bleiben. Die anderen sind ja eigentlich stehen geblieben. Das Problem bei der ganzen Sache war nur, ich habe hier eins verschoben. Das ist doch die Wunderhöhle, oder nicht? Hä? Ist das nicht die Wunderhöhle? Ich meine, hallo, das steht ja wohl direkt daneben. Sag nicht, das ist den jetzt zu weit weg. Hier kann ich es gar nicht hinstellen. Da kann ich es hinstellen. Dein Ernst jetzt? Ich muss das ein Feld weiter dahinstellen. Da sind wir wieder bei dem Thema direkt in der Nähe, ne? Beziehungsweise in der Nähe. Also steht ja noch nicht mal direkt in der Nähe drin. Wieso porte ich eigentlich nicht? Weil ich jetzt hier vorne gerade noch was sehe, was wir nochmal schnell mitnehmen werden. Mittlerweile weiß ich schon gar nicht mehr so genau, wofür. Weil alles, was wir ja extra gespart hatten, damit ich dann Sachen herstellen kann, die ich dann in die Länder reinstelle, also zum Sammeln, damit es halt eben nicht so schrecklich aussieht wie jetzt hier. Die ganzen Sachen kann ich ja eh jetzt wieder vergessen, weil durch diverse Quests sind die ja alle auch schon wieder weg. Ja, und da ich da nicht wirklich Zeit habe... Achso, ich wollte doch eigentlich importen. Es geht ein bisschen schneller hier rüber, ne? Da ich nicht wirklich Zeit habe, da jetzt ständig privat zu grinden, ist das halt sehr, sehr schade. Ja. Hier muss ich auch mal gucken, was ich hier eigentlich mache. Ich meine, die lebt im Wald und so. Ja, klar. Aber man kann ja trotzdem hier auch mal einen schönen Weg oder sowas reinmachen. Achso, nee, ich wollte nicht den Turm betreten. Ich darf halt nicht gleichzeitig reden und irgendwas machen. Das ist immer... Bei mir ist das immer sehr chaotisch. Ich mache das jetzt direkt da dran, damit der jetzt auch bloß nicht meckert. So, erkundige dich nochmal bei Oswald. Okay, Oswald, ich habe die Vermisstplakate verteilt. Ja! Jetzt halten die Leute auf der ganzen Insel der Ewigkeit Ausschau nach der Eisenbahn. Ja, ob wir die Eisenbahn gefunden haben oder nicht, das sehen wir allerdings in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.